Ja, hallo, in unserem heutigen Video geht es um die hier. Das ist einmal der AGV Pista GP und einmal der AGV Pista GPR. Ich möchte euch zu Beginn die Unterschiede erklären von den beiden Modellen und anschließend möchte ich euch noch erzählen, was mir an dem Pista GP, an dem hier, besonders gut gefällt bzw. was mir nicht so gut gefällt. Beginnen wir mal mit den Unterschieden. Beginnen wir mal mit bei der Front. Die Lüftungsschlitze hier vorne, die haben ein unterschiedliches Design. Die sind beim GP relativ schlicht. Beim GPR haben wir hier noch zusätzliche Spoiler hier vorne. Von der Funktionalität sind sie beide gleich. Es gibt hier unten drinnen so einen Schieberegler, mit dem man hier diese Lüftungsschlitze auf- und zu machen kann. Wenn wir uns die Helme von hinten ansehen, sehen wir, dass die Spoiler auch unterschiedlich sind. Beim Pista GP, was übrigens das ältere Modell ist, ist der Spoiler relativ kurz nach hinten und auch sehr schlicht gehalten, während beim Pista GPR der Spoiler recht weit nach hinten ragt und auch ein bisschen schmäler ist, was laut AGV für eine bessere Aerodynamik sorgen sollte. Das mal die Unterschiede von außen. Wenn wir uns die Helme von unten ansehen, haben wir auch den ein oder anderen Unterschied. Und zwar der Pista GP, was übrigens das ältere Modell ist, hat keine Vorrichtung für einen Trinkschlauch und hat auch nicht diese Rescue-Laschen, wo man einfach im Falle eines Sturzes anziehen kann und diese Wangenpolster ganz einfach entfernen kann. Und zudem ist die Öffnung auch recht groß, das heißt diese Stofflaschen, die hier sind, die sind auch recht weitläufig, was dazu führt, dass es ein bisschen reinzieht. Wenn wir uns den Pista GPR ansehen, sehen wir schon, dass der anders aussieht. Wir haben hier diese Laschen für den Trinkschlauch, das heißt, man kann hier den Trinkschlauch einfädeln und kann da vorne beim Kinn so einen Strohhalm montieren und kann dann während der Fahrt eben trinken. Dann haben wir hier diese vorhin erwähnten roten Rescue-Pull-Laschen, das heißt, man kann da einfach anziehen und die Wangenpolster lösen sich dann raus. Und auch hier dieses Innenfutter ist viel weiter nach innen als beim Pista GP und man hat hier eine viel engere Öffnung und es zieht von unten dann auch nicht so rein. Das soweit zu den Unterschieden. Es sind beides voll Carbon. Helme. Es gibt sie beide in Rossi-Design oder auch in anderen Designs. Jetzt möchte ich aber gern näher auf den Pista GP eingehen. Ich habe mir den Helm letzte Saison gekauft, bin mit dem gut 10.000 Kilometer gefahren letztes Jahr, bin auf der Rennstrecke gefahren und auch auf Landstraße bei 35 Grad, aber auch auf den Bergen bei nur 18 Grad. Was mir gut gefällt ist, der Helm ist ultraleicht. Das ist ein Voll-Carbon-Helm. Und der ist im Vergleich zu anderen Modellen, die nicht aus Carbon sind, einfach sehr, sehr, sehr leicht, was sehr angenehm ist. Die Aerodynamik ist aufgrund des Spoilers sehr, sehr gut. Also wenn man auf der Autobahn fährt mit 130, 140, auch schneller, ist es nicht so, dass wenn man nach links oder nach rechts sieht, dass einem der Kopf weggerissen wird. Das ist einfach man kann kontrolliert den Kopf nach links und rechts bewegen, was sehr, sehr angenehm ist. Die Passform ist wirklich ein Wahnsinn. Also man setzt den Helm auf und der passt einfach. Im Vergleich zu einem Shure NXR, den ich davor hatte, ist der einfach von der Passform und von der Verarbeitungsqualität und auch von den Materialien, von den verwendeten, es ist nicht vergleichbar. Also das Innenfutter ist extrem weich, es ist extrem gepolstert, der Helm drückt nirgends und man setzt ihn auf und fühlt sich einfach wohl. Und der letzte Punkt, der mir wirklich gut gefällt, ist das Design. Also Rossi Design ist nicht jedermanns Sache, mir gefällt es sehr gut. Es gibt auch andere Designs, die nicht von Rossi sind. Ich finde einfach ein bunter, schräger Helm, finde ich einfach gut und daher kriegt der Helm von mir auch nochmal einen Pluspunkt. Was mir nicht so gut gefällt bei dem Helm ist, dass die Lackierung, die ist nicht so, so hart. Also ich habe hier vorne einen Steinschlag bekommen und der Lack ist direkt ab. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist natürlich auch genau eine Stelle, die man sehr gut sieht.
Da muss man ein bisschen aufpassen, auch also den Helm nicht irgendwie in irgendwo in die Ecke feuern oder am Boden fallen lassen, weil dann ist der Lack sofort ab. Ein weiterer negativer Punkt, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, das Pinlock hier innen, das hält einfach nicht. Ich habe hier ein getöntes Visier, also hier haben wir ein durchsichtiges Visier, ein klares Visier und das ist so ein 50% getöntes Visier. Ich habe mir da auch das originale AGV Pinlock dazu bestellt, aber da ist einfach so ein fingerbreiter Schlitz, dieses Pinlock klebt einfach nicht am Visier. Ich weiß nicht warum, aber es klebt einfach nicht. Die letzten Punkte, die mir nicht so gut gefallen, die kann man nicht wirklich als Minuspunkt anrechnen bei dem Helm, weil man muss sagen, der Helm, der ist für die Rennstrecke konzipiert und das merkt man auch, wenn man auf der Straße fährt, weil der Helm zieht. Man hat hier vorne bei den Öffnungen so Plastikstoppel drinnen und die dichten halt nicht zu 100% ab. Also man merkt das zu anderen Modellen, zu anderen Helmmodellen, die so einen Schieberegler haben, die sind einfach dicht, da zieht es nicht so rein. Das ist vor allem, wenn man am Berg ist und die Außentemperatur ist sehr niedrig, dann zieht es halt einfach kalt auf die Stirn, das ist sehr unangenehm. Und der weitere Nachteil von diesen Plastikeinsätzen ist einfach, dass man während der Fahrt keine Möglichkeit hat, die Lüftung zu regulieren. Das heißt, man muss stehen bleiben, Handschuhe abziehen, diese Plastikdinger rausfriemeln aus den Öffnungen, dann hat man die in der Hand, weiß nicht wohin damit, die gehen leicht verloren. Ist nervig, aber man kann damit leben. Man sollte es nur beachten, wenn man den Helm kauft und mit dem auch auf der Landstraße fährt, dass man den nicht während der Fahrt regulieren kann und dass es leicht zieht. Was der letzte Kritikpunkt ist, das Visier, das rastet nicht ein. Das heißt, das klappt einfach zu, ohne dass man hier unterschiedliche Einrastungen hat. Das ist jetzt nur bei meinem Modell so extrem, weil wir uns das Visier von dem ansehen, da geht das schon wesentlich schwerer und das rastet auch ein Stück ein. Bei dem ist es einfach, das Visier geht nahtlos zu. Auf der Rennstrecke ist das völlig egal, auf der Landstraße natürlich, wenn man mal stehen bleibt, eine Pause macht, mit einem anderen Kollegen sich unterhält und man gestikuliert zu wild und bewegt den Kopf zu wild, dann knallt das Visier einfach zu, während man spricht. Ist ganz witzig, aber ist unangenehm. Wie gesagt, ist ein Helm für die Rennstrecke, das merkt man auch. In Summe ist es ein sehr guter Helm. Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich auf den AGV Pista GP umgestellt habe. Man muss nur beim Kauf beachten, dass er doch so seine kleinen Macken hat und seine kleinen Nachteile hat. In Summe ein super Helm, kann ich nur weiterempfehlen. Wie sieht es bei euch aus? Vielleicht shared ihr mal eure Anmerkungen, eure Kommentare, eure Erfahrungen unter dem Video in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann. Ciao!